Komplexe Netzwerke. Wir sind von ihnen umgeben. Nicht nur Facebook, Twitter und andere soziale Netzwerke, auch die Ausbreitung von Krankheiten, komplexe chemische Prozesse in unseren Zellen und sogar das Klima können als Netzwerke beschrieben werden. Komplex sind diese Netzwerke, weil die Knoten weder komplett regelmäßig noch völlig zufällig miteinander verbunden sind. In einem Gitter werden die Punkte regelmäßig angeordnet und mit ihrer jeweiligen Umgebung verbunden. Das können nur die am allernächsten gelegenen Knoten sein oder die nächsten und zweit- und dritt- und viertnächsten. Wichtig ist nur, dass die Verbindungen dem gleichen strikten Prinzip folgen wie die räumliche Anordnung. Gitter können unterschiedliche Dimensionen haben. Sind die Punkte auf einer Linie angeordnet, ist es 1D. Befinden sie sich in einer Fläche, ist es 2D. Und sind sie räumlich angeordnet, 3D. Solche Strukturen treten zum Beispiel in Kristallen auf und waren lange Zeit die einzigen Netzwerke, die untersucht wurden. Doch dann kamen Erdős und Rényi und führten 1959 die Zufallsnetzwerke ein. Hier werden zufällige Punktpaare miteinander verbunden. Dabei hat jedes Paar genau die gleiche Wahrscheinlichkeit. Kann man Gitter und zufällige Netzwerke überhaupt unterscheiden, wenn man die räumlichen Positionen der Knoten vergisst? Die beiden Beispiele haben gleich viele Kanten und gleich viele Knoten. Trotzdem sehen sie sehr unterschiedlich aus. Ein Unterschied ist zum Beispiel, dass das regelmäßige Netzwerk mehr Dreiecke enthält. Das heißt, wenn Knoten A mit Knoten B und C verbunden ist, gibt es auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass B und C untereinander verbunden sind. In Zufallsnetzwerken gibt es das nicht, denn da sind alle Paare mit der gleichen Wahrscheinlichkeit verbunden. Diese Eigenschaft nennt man Clustering-Koeffizient. Gitter zeichnen sich durch einen hohen, Zufallsnetzwerke durch einen niedrigen Clustering-Koeffizienten aus. Einen anderen wichtigen Unterschied findet man, wenn man zählt, wie viele Schritte man braucht, um von einem beliebigen Knoten zu einem beliebigen anderen Knoten zu kommen. Im Gitter hängt das von der Dimension und der Anzahl der Knoten ab. Im eindimensionalen Gitter hängt der mittlere Abstand zweier Knoten linear von der Zahl der Knoten ab. In Zufallsnetzwerken hingegen wächst dieser mittlere Abstand viel langsamer mit der Knotenzahl, nämlich logarithmisch. Diese Eigenschaft nennt man Small-World-Eigenschaft. Wenn es um Fragen wie Krankheitsausbreitung oder soziale Netzwerke geht, sind Menschen die Knoten und deren Interaktionen oder Bekanntschaften die Kanten. Sind die zufällig oder gitterförmig? Die meisten Leute, die wir kennen, wohnen in unserer Nähe. Viele kennen einander. Aber da sind auch Freunde und Verwandte, die weggezogen sind. Für gitterförmig spricht, dass zwei meiner Freunde eine viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, einander zu kennen, als zwei zufällige Menschen auf der Erde. Darauf basieren ja auch Algorithmen bei Facebook und Co., die uns Freunde vorschlagen. Für Zufallsnetzwerke spricht das kleine Weltphänomen. So passiert es erstaunlich oft, dass man einen Fremden auf einer Party trifft und feststellt, dass dessen Cousine im gleichen Gesangsverein singt wie man selbst. Und das sind nur die Verbindungen, die man auch entdeckt. 1967 hat der amerikanische Psychologe Stanley Milgram dazu ein Experiment gemacht. Es ging darum, ein Paket an eine bestimmte Person in Boston zu schicken. Er wählte 60 Personen zufällig aus Omaha und Wichita aus und bat sie, das Paket an eine ihnen bekannte Person zu schicken, bei der die Wahrscheinlichkeit größer war, dass sie die Person in Boston kannte. Die Pakete, die ankamen, erreichten ihr Ziel in durchschnittlich 5,5 Schritten. Heute kann man solche Experimente natürlich viel einfacher machen, indem man sich die Daten von sozialen Netzwerken aus dem Internet anschaut. Aber das Ergebnis ist das gleiche. Bekanntschaften haben die Small-World-Eigenschaft. Soziale Netze haben also einen hohen Clustering-Koeffizienten und trotzdem die Small-World-Eigenschaft. Was wir brauchen, ist also ein Zwischending zwischen Gittern und Zufallsnetzwerken. Das haben Watts und Strogatz 1998 gefunden und seither sind komplexe Netzwerkbeschreibungen explodiert. Man beginnt mit einem eindimensionalen Gitter. Mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit werden Links dann umgelenkt. Nehmen wir einen Würfel für die Umlenkwahrscheinlichkeit und einen für die Knoten, zu denen umgelenkt wird. Fällt eine 5 oder 6 mit dem ersten, wird der andere Würfel geworfen, der entscheidet, wohin umgelenkt wird. Wird nie umgelenkt, bleibt es ein Gitter. Wird jede Verbindung umgelenkt, wird es komplett zufällig. Lenkt man manchmal um und manchmal auch nicht, liegt das Ergebnis irgendwo dazwischen. Es stellt sich heraus, dass diese Zwischenform einen hohen Clustering-Koeffizienten bei gleichzeitig niedriger mittlerer Weglänge hat. Also genau das, was wir gesucht haben.